Also, ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen verrate, wie die Professoren ein Wirtschaftswunder erzeugen wollen, mit dem wir die Klimaziele bezahlen können, ohne allzu vielen Leuten, ohne eigentlich irgendjemandem wehtun zu müssen. Ja? So, jetzt stellen Sie sich vor, da drüben wäre jetzt meine Hausarztpraxis, mein Hausarzt der Zukunft, nach der Reform. Ja? Der würde entlastet, der braucht keinerlei Abrechnung mehr zu machen. Der Papierkram fällt weg. 50% seiner Arbeitszeit kriegt er frei und da bietet er mir kostenlose, spaßmachende Gesundheitskurse an, Ernährungskurse, Sportveranstaltungen, Sportkurse, einen Gesundheitssportverein, alles kostenlos, weil sie ja zahlen ja alle Beitrag. Ja? Und Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, wo die Leute wieder in Kontakt kommen, wo man nette Leute kennenlernt und alle reden so über gesünderes Leben, ja? Und längeres Leben. Und wenn ich dann nie krank werde, kriegt mein Arzt für jeden Monat von der Krankenversicherung eine Prämie ausgeschüttet, für jeden Monat, den ich gesund bin. Und wenn ich chronisch krank bin und der Arzt schafft es auch nur ein bisschen, dass ich vielleicht nur etwas weniger Tabletten als früher brauche, kriegt er wieder aus der Diskrepanz wieder Geld ausgeschüttet. Und das ist jetzt nur eine von 20 Reformen. Aber die haben alle das gleiche Schema, dass nämlich die Förderung unserer Lebensqualität und Gesundheit belohnt wird und nicht mehr das Profitmachen auf Kosten der Bürger. Ne? Was halten Sie von diesem Grundansatz? Vielleicht noch letzter Satz dazu. Der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes in Deutschland, der Arzt Christian Zimmermann, sagt, durch so eine Reform können wir jedes Jahr locker 70 Milliarden plus machen. Wir brauchen 10 Milliarden für die Entschädigungen der Pharmaindustrie und so weiter, weil so, das ist eine Wende, ist für alle Beteiligten eine Wende. Aber dann am Ende haben wir vielleicht 55 Milliarden fürs Klima. Mit 55 Milliarden können wir 5 Kohlekraftwerke stilllegen und die erneuerbaren Energien hochfahren. Ja? Was halten Sie von diesem Grundmodell, das Sie jetzt zum ersten Mal in Ihrem Leben hören? Es wird höchste Zeit, dass wir uns generell um eine Änderung unseres Systems bemühen. Es gibt so viele Komponenten, wo wir schon seit Jahren erkennen, es geht nicht so weiter. Es wird aber nach alter Manier rumgedoktert. Das nennt man dann sogar Reformen. Ich lache mich jedes Mal, wenn ich nicht weinen müsste, krank, dass die Politik das nicht erkannt hat oder erkennen will. Das sind ja nicht ganz Dumme. Auch wenn sie manchmal suboptimal klug sind, heuchlerisch und verlogen, muss man leider so sagen, dass jetzt erst nach Jahrzehnten, wo es erkannt wurde, Änderungen kommen, ist begrüßenswert, gerade jetzt im Gesundheitswesen, wo 180 Milliarden Euro jedes Jahr gedreht werden. 180. Ich glaube, es sind mittlerweile 360 Milliarden. Noch mehr. Wahnsinnssumme, wo es auch nur darum geht, oder größtenteils, kranke Menschen zu behandeln. Kranke Menschen zu verwalten und Gewinn zu machen damit. Die Pharmaindustrie, die macht sich satt, die lacht sich doof und die weiß gar nicht, wo es mit ihrem Geld hin soll. Wir müssen sorgen, dass die Menschen gesund bleiben. Das fängt bei der Ernährung an, beim Klima-Umweltschutz, wo wir heute für protestieren. Der Kinderarzt muss quasi schon in den Krippen und in den Kindern, muss er quasi schon den Kindern beibringen, gesunde Ernährung, gesunde Bewegung. Ja, also von den Kindern an. Das wird dann heute wieder so gedrückt, ja, dann werden dann die Biofirmen bevorzugt. Das können wir in der Schule nicht machen. Da gibt es immer wieder 1000 Ausreden. Es ist gruselig, als Bürger anzusehen, wie das System langsam gegen die Wand fährt. Und wenn wir das System Pharma, das System Rente, kränkert ja auch an allen Ecken und Kanten. Aber diese stoische Ruhe der Politiker ist so nervig, so abstoßend. Und wenn es dann mit ihren Sachen kommt, Masernimpfung für alle. Ja, Masernimpfung für alle. Da wird zwar auch nicht mit offenen Karten gespielt bei dem Thema Impfung. Aber das ist dann nur so ein kleiner Bruchteil, wo die dann meinen, damit machen wir die Menschen glücklich. Totaler Stuss, das System muss reformiert werden. Wir haben beamtete Professoren en gros zu Tausenden. Es gibt viele, viele Weisheiten, die von denen losgelassen werden, aber es passiert nichts. Es wird ignoriert. Und das ignoriert, die Politik ignoriert. Wann hört das auf? Der Deutsche ist belastbar. Ehe ihm nicht das Wasser bis zur Nase steht, macht er nichts, der Bürger. Man kann hier billigst einkaufen, billigst saufen, Autos gibt es auch, dafür wird noch viel Geld ausgegeben. Die Autoindustrie lacht sich wieder kaputt. Wenn sich nichts ändert und es fangen die Bürger mal an, auf die Barrikaden zu gehen, dann bekommt die Politik einen heißen Arsch. Genau. Und deswegen ist es doch eigentlich für Sie dann gut zu hören, dass diese Professoren so revolutionäre Reformen vorhaben, dass sie quasi wirklich das ganze System eigentlich umdrehen wollen, von Profit machen durch möglichst viel Kranke zu Gewinne machen durch möglichst viel Gesunde
und Nichtkranke. Ja? Wie findest du den Grundansatz? Ich finde die Idee gut, weil in dem System stehen mal die Menschen im Vordergrund und nicht die Wirtschaft, der Markt, der Kapitalismus, wie das sonst meistens irgendwie jetzt in Deutschland läuft. Und so sollte es aber auch eigentlich sein in unserer Demokratie, in unserer sozialen Marktwirtschaft, dass der Mensch und die Gesundheit dieser Gesellschaft irgendwie im Vordergrund steht. Dass ich mit meinen Gesundheitsdaten und mit meinen Wohlfühlnoten, die ich vielleicht in Zukunft zusätzlich bei jeder Wahl mit abgeben darf, quasi über die Gewinne der Wirtschaft bestimme und die menschenfreundlich werden muss. Weil wenn ich gute Wohlfühlnoten abgebe und gute Gesundheitsdaten habe, gibt es in Zukunft noch Gewinne. Das ist doch eigentlich richtige Marktwirtschaft, dass nämlich der Mensch belohnt wird und jeder Konzern belohnt wird, wenn es uns besser geht und nicht belohnt wird, wenn es uns immer schlechter geht, oder? Ja, finde ich auch. So war es ja in der chinesischen Medizin vor nicht allzu langer Zeit. Das ist das Grundmodell. Der Arzt wurde belohnt, wenn der Patient nicht krank wurde. Das ist das Grundmodell. Bei uns werden diese Milliardensummen gedreht, aber so richtig wohl fühlt sich keiner in dem System. Also ich gehe ungern zum Arzt, ich versuche mich einigermaßen gesund zu ernähren, aber die Themen kommen zu kurz. Und allein über dieses Thema Gesundheit, Pharma, Umwelt könnte man tagelang reden, aber es muss was passieren. Und das, was die jungen Leute hier machen, die noch 50, 60, 70 Jahre Zukunft vor sich haben, wird vielleicht von der Politik auch ignoriert, weil die denken, naja, lasse mal. Darf ich Ihnen und... Wenn die Älteren mal, ich zähle mich dazu, also ich kann noch auf Barrikaden gehen, ich kann auch auf die Trommel hauen und noch mehr machen. Die soll sich darum kümmern. Wenn die Kiste gegen die Wand gefahren ist, dann ist sie kaputt. Wir müssen den jungen Leuten helfen. Ja, und gerade das Thema Zufriedenheit, Gesundheit, heute wird alles in Profit gemessen, in Wachstumsprozenten, Milliardensummen, grausig, furchtbar. Es geht darum, die Menschen sollen zufrieden sein, glücklich sein, das Leben muss transparent und einfacher werden. Und wenn wir dann auch alle etwas zurückschalten müssen, wenn es auch den einen vielleicht ein bisschen zwackert, okay, das müssen wir dann eingehen. Aber insgesamt, wenn es den Menschen gut geht, sie fühlen sich in diesem Staat wohl, in einem Staat, wo alle akzeptiert werden, dann würde ich sagen, hier lohnt es sich zu leben. Genau, und dafür darf dann auch jemand Geld verdienen. Wenn er meine Gesundheit fördert, messbar fördert und mein Wohlbefinden fördert, dann darf er dafür durchaus auch ein bisschen Geld verdienen damit. Aber nur dann, wenn er meine Gesundheit messbar gefördert hat und nicht, wenn er irgendwas behauptet. Und jetzt sage ich euch zum Schluss das Lösungsmodell der Professoren. Denn die Bundesministerin kommt alleine, paradoxerweise, ich bin Assistent der Professoren, nicht in die Tagesschau, nicht in heute rein. Das schaffen nur Greta und Luisa Neubauer und all die anderen. Ja. Also das heißt, stellt euch jetzt vor hier zur Schlussfrage. Hier stände jetzt Greta Thunberg, hier ständen 30 Journalisten, hier stände Frau Merkel. Und jetzt würde Greta sagen, lasst uns doch mal weltweit diskutieren über den Ansatz der zweiten Scientists for Future, ob die mit ihrem Klima-Wirtschaftswunderplan recht haben, die gesamte Gesellschaft auf ein gesünderes, glücklicheres Leben umzustellen und die dabei frei werdenden Gelder zu verwenden, großenteils fürs Klima. Lasst uns darüber diskutieren, weil das ist ein realpolitischer Zugang. Und dann, liebe Frau Merkel, können Sie mir versprechen, ja, I can say it only in English, Greta, can you promise me, dass die also den Großteil dieser frei werdenden Gelder, die gewonnen werden, neues Geld, eingespartes Geld, dass Sie das für unsere Klimaziele verwenden? Und dann sagt Frau Merkel, ja, okay, kann ich euch in die Hand versprechen, weil es ist ja neues Geld, das neu in die Kasse kommt und das kann ich euch versprechen. Ja, und das ist unser Plan. Das würden wir uns wünschen. Ja, ich hoffe, es würde funktionieren. Das wäre mal was Neues. Und es wäre auch was anderes als in jedem anderen Land bis jetzt, denke ich. Das wurde noch nie durchgesetzt, oder? Das ist ja quasi eine revolutionäre Reformierung, die dann quasi, Greta hat sich ja gewünscht, dass wir in Deutschland zu einem Beispiel machen, wie Indien, China und die USA uns nachahmen können, ein Land auf Gesundheit umzustellen, auf weniger Konsumsucht, also auch die Konsumsucht dann lässt nach, wenn die Menschen glücklicher sind, wenn sie in diesen Gemeinschaften, diese Ärztegemeinschaften, wieder so Leute kennenlernen, ein bisschen mehr unter Leute kommen, da lässt man die eine Zigarette oder die andere dann doch mal liegen, weil man sie gar nicht mehr so braucht und so weiter. Und diese Reduzierung der Konsumsucht ist auch ein ganz wichtiger Faktor für die Professoren. Und dann, wenn das die ganze Welt nachahmt, dann kriegen wir Klimaschutz hin. Ja? Weil das System, das wir haben, das haben wir schon seit Hunderten von Jahren. Und ich denke, irgendwann kann man ja auch mal was ändern. Und jetzt meine Schlussbitte an euch. Ich sage euch gleich den Internetzugang zu allem. Ja?
Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr das überall teilen würdet, bei Facebook diskutieren. Kontrovers, die Professoren wollen keine Ja-Sager und keine Jubler. Die wollen kritische Diskutanten, die sagen, lasst uns das diskutieren und auseinandernehmen, ob dieser Ansatz was taugt. Ja? Ich bin überzeugt, er taugt, aber ich gebe euch, was haltet ihr von der Idee, dass ihr das so auch ein bisschen bekannt macht und in die Diskussion werft? Ja, muss man, sonst wird es ja schwer durchzusetzen sein, ja. Ja, auf alle Fälle. Man muss es verbreiten, Mund-zu-Mund-Propaganda mit Menschen sprechen, die es auch aufnehmen, dann auch wieder verbreiten, Schneeballeffekt. Wir müssen was tun. So geht es einfach nicht weiter. Alles klar, dann danke ich. Ich habe noch nie was gehört. Vorher habe ich hiervon auch noch nie was gehört. Ja, Sie haben heute, deswegen bin ich ja hier und arbeite jeden Tag 8 Stunden ehrenamtlich als Wissenschaftler für die Sache, weil zu wenig Leute von Zweite Scientists for Future wissen und manche auch von den jungen Leuten träumen doch von einer Revolution, aber eine Revolution in Deutschland sehen die Wissenschaftler als ein schwieriges Unterfangen. Die sagen, wir wollen mit den revolutionären Reformen, wollen wir dem Kapitalismus seine negativen Seiten großteils wegnehmen und mehr schaffen wir in Deutschland nicht, sagen die Professoren. Ja, wir sind zu träge. Der Deutsche ist ein träger Typ. Ehe er etwas ändert, da muss aber schon, wie eben schon gesagt, das Wasser bis zur Nasenspitze stehen. Aber wir müssen in dem Thema dynamischer werden, flotter werden, sonst ist die Welle über uns und dann gibt es kein Zurück mehr. Dann bitte ich euch abschließend, teilt es bei Facebook, macht das bekannt. Zweite Scientists for Future, die neue Instanz in dem Ganzen. Die Professoren warten nämlich in den Startlöchern endlich zu reformieren, Gelder zu erzeugen und Realität zu machen. Ja? Ja. Hoffentlich gibt es noch ein Ministerium für Zufriedenheit und Glücklichsein wie in Bhutan. Die haben sowas. Wir lachen darüber, so ein Ministerium. Ja, aber die haben den Arsch in der Hose, so etwas zu machen, zu tun, während wir hier in unserem vollgefressenen Kapitalismus so langsam zugrunde gehen und als alte Leute nur mit unseren 10 Tabletten durchkommen. Dieses chinesische Prinzip und Bhutan waren auch die Inspirationsgeber für die Reformen der Professoren. Weil sie sagen, wir müssen ein Bruttonationalglück, wir müssen also unseren Erfolg, unsere Wirtschaft an unserer Gesundheit und unserer Lebensqualität und unserem Bruttonationalglück messen. Und genau das haben die Professoren realisierbar gemacht, ganz pragmatisch. Dann danke ich euch für das Interview und hoffe, dass ihr das Ganze teilen und unterstützen werdet. Machen wir gerne, danke auch. Danke sehr.